Hallo, werte Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Together, Late Night. Um 10:45. Das ist eine Late Night Show, ja. Definitiv. Heute zu Gast sind die Star Let's Player Gronkh und Saraza in euren Träumen. So, nö, Saraza. Ich werde nicht mal damit anfangen. Wie soll ich sagen? Lass mich kurz mich sammeln und dann werde ich jetzt erklären, dass zwischen der letzten Aufnahme und dem hier bereits eine andere Aufnahme passiert ist, aber die haben wir verworfen, weil wir waren nicht zufrieden mit dem. Gregor, du musst das Publikum nicht anlügen. Ein paar gemeine Trolle sind in meine Wohnung eingebrochen und haben die Aufnahme gelöscht. Uns gefiel die Aufnahme einfach nicht und das, was wir darin gemacht haben, darum haben wir es verworfen. Ganz einfach, wir haben versucht, dort drüben einen Turm zu bauen. Lass uns schlafen gehen, Können wir nicht. Mach schon kaputt. Ah. Wir haben versucht, auf dem Wasser, wie bereits geplant, einen Turm zu bauen und sind dann gemeinsam zu dem Schluss gekommen. Es sieht scheiße aus. Das erklärt auch die Dreckbrücke und die ganzen Öfen und die Kisten da drüben ist Stein und Kobbel, den wir halt dort geschmolzen haben. Außerdem hatten wir viel zu wenige Supplies. Ich habe ein ganz schönes Handy gerade. Wir haben hier einfach hier drüben dein Ziegeln verarbeitet. Das hat sich dann aber gar nicht ganz so entwickelt, wie wir das wollten, und haben es aufgegeben. Genau, und deswegen habe ich es dann alleine weggerissen. Ja, Patrick hat auch mal Arbeit übernommen. Das war schrecklich, die schlimmsten 10 Minuten meines Lebens. Ja, ist ja fast nicht zu vergleichen mit der Dreiviertelstunde, die ich gebraucht habe, um die Hundeinsel zu entfernen. im zweiten Teil der Episode sind wir dann caven gegangen. Als wir darauf warteten, dass der Steinziegel brannte, genau. Und der Steinziegel hat so vor sich hin brannte, sind wir in die eine Mine gegangen, die ich eigentlich schon vor ewigen Zeiten mal angelegt habe. Und dort haben wir eine Menge Diamanten gefunden. Haben wir? Haben wir. Wir haben jetzt stimmt, haben wir. 35 Diamantherze. Oh. Und ich habe einen eventuellen Fix für unser Zombies-Klopfen an die Tür-Problem. Dieses wäre? Danke. Ja, das ist ein Ding, mit dem wir leben werden müssen. Dass wir die Türen zuschließen müssen, ne? Aber dafür sind sie jetzt definitiv 100% zombie-sicher. Okay. Das gilt auch für die Türen hier drüben. Die werde ich auch jetzt im Laufe der Episode ersetzen. Und was uns eingefallen ist, als wir dann uns gemeinsam berieten, nun, was sollen wir denn tun? Wo wollen wir den Turm bauen? Dann fiel uns auf, nein, wir haben hier oben ja eigentlich eine ziemlich gute Aussicht. Hier wird ein Türmchen direkt übers Lagerhaus. Das wird schon nicht schlecht aussehen. Und darum wollen wir hier versuchen, so einen Turm in die Luft zu kloppen. Und für das Netherportal müssen wir uns noch was anderes überlegen. Das kommt dann halt unter die Brücke. Da kann man mit dem Bohr reinfahren dann. Das ist ja zumindest mal eine Challenge. Mhm. Okay. Ich würde sagen, ich mach mal die Türen. Oder möchtest du die Türen machen? Nein, ich guck dir dazu. Gut. Ich meine, ich kann ja keine Arbeit übernehmen. Das geht nicht. So, mal schauen. Ich glaube, hier funktioniert das nicht. Es funktioniert nur bei den Einzelnen. Oh, das ist schade.
Ja, finde ich auch. Dann müssen wir umbauen. Wir sind hier nicht in Terraria, Patrick. Ich werde das Haus nach so vielen Episoden sicherlich nicht wegreißen. Okay, die Türen kann ich zumindest. Bruno! Eine. Nein, nicht. Ich spiele hier jetzt nicht eine Tine Wittler. Noch so viel Stein und Dirt. Wir wollten heute ursprünglich ja versuchen, auf dem neuesten Snapshot aufzunehmen, weil der einige neue Sachen dabei hat, unter anderem auch eben Performance Improvements. Wer hat die da wieder hingepackt? Hä? Ich, Warum? weil ich so lustig bin. Du weißt, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber das hat nicht funktioniert, weil. Also, ich hatte eine bessere Framerate, aber beim Patrick nicht, weil der Patrick aufnehmen muss, mussten wir zurück backdaten. Auf ein älteres. Tut Auf die sorry. ältere Version. Tut Ja, echt sorry. früher oder später werden wir dann. Also, ich werde schon noch versuchen, das irgendwie zum Laufen zu bekommen, auf unser beider PCs, weil es sind echt ein paar tolle neue Features dabei. Zusätzlich zu den Performance-Updates und das. Oh, mein Gott, ich habe dafür. Kann ich danach gleich mal hier zeigen. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen hier innerhalb des Lagerhauses so eine kleine Treppe nach oben. Okay. In den Turm hinein quasi. Okay. Weil, ich meine, wir haben hier dieses freie Plätzchen. Okay. Kann man es auch verwenden. Hört sich schon mal gut Ja, halt. Mach mal, mach du mal, ne? an. Schau mal, wo wir rauskommen. Dann lass uns mal in die Arbeit gehen. Ich gucke zu. Wonderful. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir den Turm hier bauen sollen. Aber wir haben zumindest einen Weg. Toll. Super Baustelle. Ich kann ja mal probieren. Ich hole mir ein bisschen Dreck und dann. Kannst du hole Dreck und probieren. Und Wir haben genug Dreck zum Glück. ich werde mal kurz die Tiere züchten. Damit auch das ein bisschen weiter fortschreitet. So, wir kommen da raus. Soll man von oben auch reingehen können? Ich weiß nicht, hältst du das für sinnvoll? Naja, wenn man, Sagte er. ich sag mal, wenn wir da hinten beim Hintereingang noch einen schönen Weg nach hinten machen und dann hier hoch und dann zum Turm und dann da hinten eine Mühle und ein paar Häuser. Ein Und dann Schmied. singen wir alle, oh, ist das schön. Also, ich habe da immer so ein Problem mit Häuser bauen. Dann Und könnten wir hier unten noch eine Hafenpromenade ja, für uns beide, ne? hinbauen. Da Aber können wir beide dann. das ist mir heute eingefallen. Das möchte ich jetzt mit auf dich mal direkt live drauf ansprechen. Was hältst du davon, pro Aufnahme jeweils einen unterschiedlichen Gast ins Let's Play zu bringen? Wollen wir heute anfangen? Jemand, der mitspielt. Damit sich ein bisschen mehr Player-Files auf der Map Die anhäufen, wie ich. Frage hatten wir früher schon mal. Also die Ja. Idee. Die Fra also das Problem ist, wir haben nicht genug Freunde, dass das ist über Du! den. La Oh, Shots feiert mit. Shots feiert mit. Also, wenn, dann laden wir Leute ein, die wir beide kennen. Momo. Uli. Also. Lendor. Yuki. Ja, Yuki, da bin ich gerne dabei. Auf jeden Fall. Es muss man muss halt mit Aber, den Leuten nur immer ausmachen. ganz ehrlich, jetzt, abgesehen von der Freundschaft zwischen dem Moritz und uns, bin ein bisschen skeptisch, was YouTube angeht, weil irgendwer nimmt ja die Sache nicht so ernst und zieht das dann irgendwie alles ins Lächerliche. Momo, meinst du? Ja. Naja. Der ist kein seriöser YouTuber und Naja. der überspielt viel mit Spaß. Ja. Geht dann ins Lächerliche über und das ist dann.
Naja, ich habe ihn ja auch nicht gefragt, dass er jetzt permanent ja fetten soll. Er soll ja nur für 4, 5 Episoden hier rumhampeln. Man kann drüber nachdenken. Indeed. Indeed. Soll sich der Turm an das Gelände anpassen? Also quasi Ist wirklich da oben so. nicht genügend Platz? Nein. Oder schaut er über die Kante? Wenn er über die Kante, wenn er über die Kante schaut, dann muss er sich ganz runterziehen, aber Nein, ich eigentlich nicht. meine, machen wir einen runden Turm oder mehr so eine Art Bergfried mit Bergfried ist ihm Mauer? auch rund. Muss nicht sein. So wirklich so eine kleine Es Festung. soll schon rund sein, hätte ich jetzt gesagt. Das ist zum Mainstream. Alles ist Minecraft. Es wird nie ganz rund sein. Ich merke schon, ich hab jetzt schon Frame-Einbrüche. Ich hab gesagt, Gregor, das hält nicht lange. Aber das passt schon. Ja, Mann, komm. Dafür, dass deine Festplatte so voll ist, haben wir aber relativ wenige Let's Plays. Mecker, 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 mecker. So, ja, Horst. Der gammelt ja auch noch rum. So, ich bin jetzt einen Tag lang hier oben gestanden und habe geredet und nichts weitergebracht. Naja, auch nur gebrabbelt mehr, ne? Ja. Oh, fuck yeah, Junge. Repopulation. Ich bin der Obermaster Cheeseman Hunter. GG. Denk's mit. Ich verstehe dich übrigens gerade kaum, weil die Mobs alle so laut sind hier, ne? Oh, schön. Also, das. Good job. Mit. Also, ich füttere gerade die Schweine mit Karotten, ja? Ja. Und da fällt mir jetzt gerade eine Stelle aus Frozen ein. An Ernsthaft? der, an, es gibt da mehrfache Stellen, wo der Hauptcharakter, also nicht der Hauptcharakter, also einer der Charaktere, der Christoph, als der mit einem Rentier befreundet ist, Ah. sein Rentier von der Karotte abbeißen lässt. Und ich renne hier gerade so durch die Gegend, und wie so die Schweine füttern, und mein Maxl war hungrig und ich fütter halt so ein paar Karotten an die Schweine, dann isst ich selber eine, dann gebe ich wieder eins an die Schweine. Ach, du bist so niedlich. Ja, und ich daraufhin sehr, sehr lustig. Okay. Ich bin jetzt hier gerade im Stall übrigens dabei, die eine Seite wegzureißen, damit wir hier die Pferde aufstellen können. Okay. Und ich habe da ein ziemlich cooles Design gesehen, in einem Let's Play, das wir hier locker anwenden können. Okay. Und zwar, das ist ähnlich wie in einer Parkgarage, also einer Tiefgarage. Dann mit den Sp Pferden nicht sprich, durcheinander laufen. sprich. Oh, ich glaube, ich werde es dir nicht sprechen, ich werde es dir dann zeigen. Okay. Ich habe heute nicht viel Text. Ich erzähle uns eine Geschichte. Es war einmal ein kleiner, hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Menschen gestorben sind. Ende. Ist diese Geschichte nicht jedes Mal? Überleg mal was Neues. Mecker, mecker, mecker. Ich brauche Scheren. Da kann ich den vorbeigehen und auch gleich zeigen, was ich eigentlich für den neuen Snapshot schon mir gebastelt habe. Okay. Und alle Leute denken sich, oh nein, Gregor, was jetzt schon wieder? Ja, ich weiß. Aber das muss halt alle paar Wochen mal sein.